Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute schauen wir uns den Tier 9 Kreuzer Ibuki an. Vielen Dank an Koyara für das ganze Replay. Und er ist hier Top Tier 9er, 8er, 7er Gefecht. Also da sollte alles möglich sein. Jetzt schauen wir mal, was er hier für uns zaubern kann. Alle Mann auf Gefechtsstation. So. Und da haben wir schon die ersten Gegner. Und auch schon den ersten Brand. Nicht wundern, dass die Kanonen im Replay noch nicht ausgerichtet sind. Das ist normal, wenn am Anfang hier die Zeit ein bisschen gespult wird. Die kommen dann erst sozusagen peu à peu nach. Das dauert ganz normal ein bisschen. Das ist vollkommen normal. So, jetzt schießt er mit AP hier Richtung Rhône. Aber in dem Fall leider nicht so ein Treffer, wie er das wohl gern gehabt hätte. Und er steht jetzt hier hinter dem Rauch von der Fidschi. Den nutzt er natürlich aus, weil so kann er ja da jetzt blind schießen, ohne dass er da in dem Fall aufgeht. Ist natürlich sehr schön und die Zitadelle mit 4700 Schaden ist auch schon dabei. Und dann nochmal, oh schön, nochmal die Zitadelle. So soll es natürlich sein. Und jetzt wechselt er auf die Roten dann da. Also er kann hier natürlich jetzt mit diesem Nebel perfekt wirken. Hat hier alles offen und kann da sich schön auf den Gegner konzentrieren. Hier die Edinburgh, die ist natürlich da in einer sehr schlechten Situation da. Musste zurücksetzen wegen dem Land. Und da konnte er es dann klar machen. Also der erste Kill. Und schon 25.000 Damage. Ohne dass er gefühlt bis dato wirklich offen war. Jetzt muss er aufpassen. Jetzt ist er entdeckt. Aber sofort geht es hier geradeaus und weg. Aber sein Team macht es hier phänomenal. Also bis dato läuft es richtig, richtig gut. Kneisenau und Tirpitz muss da natürlich ein bisschen aufpassen. Jetzt lädt er HE, weil die Kneisenau da eben ein bisschen schräg fährt und er so definitiv da den Schaden anbringen kann. Vielleicht sogar ja einen Brand setzen kann. Ne, das leider noch nicht. Und jetzt die Bismarck da im Hinterhalt. Beschusswarnung ist auch vorhanden, also ja, mittlerweile ist er da ein Ziel für den Gegner geworden. Die Kneisenau, die kommt jetzt auch ganz massiv in seine Richtung. Jetzt muss er aufpassen, dass er da nicht von seinem eigenen Teammate von der Fidschi da die Torpedos noch abbekommt. Da muss er ein bisschen auf die Bremse treten. Und da kommt auch gleich vom Karamba das Sorry. So, die Torpedos auch von ihm jetzt auf dem Weg. Ja, die Kneisenau, die ist da noch weiterhin ihrem Kurs treu. Dreht da scheinbar gar nicht bei. Nee, ganz im Gegenteil. Dreht jetzt leider Richtung Backbord ab. Dementsprechend komplett weg von den Torpedos, die da entgegengesandt worden sind. Na, jetzt hat er dann einen relativ langen Reload, aber Friedrich der Große nimmt er die Kneisenau raus und er kann da auf die deutlich weiter entfernte Tirpitz jetzt gehen. Schmeißt er die Heilung an, wobei er kaum Hitpoints hat, die er heilen kann. Also das war vielleicht ein bisschen früh. Da hätte er noch bestimmt etwas warten können. Aber er dachte sich, ja, wird ja nicht schlecht. Lieber mal jetzt als gar nicht genutzt. So, und da die beiden auf dem Rückzug, sowohl Tirpitz als auch Bismarck, drehen da weg.
Also die sind natürlich jetzt da schwer zu treffen, aber nicht unmöglich. Die Reichweite hat die Ibuki ja, das ist gar kein Thema. Und mit den HE-Kanonen ist es auf jeden Fall auch machbar. So, jetzt hat die Tirpitz da doch wieder ein bisschen gedreht. Also jetzt kommt sie da ihm wieder entgegen. Das ist natürlich deutlich angenehmer. Muss aber auch aufpassen, dass er gerade Tirpitz und Bismarck darf man nie unterschätzen. Das sind auf einmal Kellen, die da ausgepackt werden, die richtig unangenehm werden können. Und da ist jetzt ein Wirbelsturm aktiv. Also mal schauen, wie das hier ins Spielgeschehen noch eingreifen wird. So, ja, jetzt hat er da die Tirpitz angezündet. Er muss natürlich aufpassen. Jetzt ist er seitlich perfekt zu treffen. Er dreht da jetzt bei. Und die Plischka setzt da den Rauch. Trotzdem allerdings gar kein Problem mit einer 5000er Kelle. Kann er hier einiges mit klar machen. Und jetzt ist die Heilung definitiv deutlich sinniger, denn jetzt kann er da auch was wegheilen. Ja, die Tirpitz, die schaut doch ganz schön aus, als ob da die Torpedos ins Ziel kommen. Einer trifft, zwei treffen, sehr schön. Auch gut 20.000 Schaden dafür. Und natürlich, man sieht, die Hitpoints, die droppen jetzt ganz massiv. Also da wird es für die Tirpitz gleich geschehen sein. Hat aber nochmal eine Abschlusskelle für ihn hier bereitgehalten. Die war nochmal richtig unangenehm. Also da hat er jetzt nochmal ordentlich was einstecken müssen. Das sind auch wieder einige HP, die man gerne wieder zurückheilen will. Ansonsten sehr ausgeglichen. Beide haben zwei Caps. Sein Team hat noch fünf Schiffe, das Gegnerteam hat noch vier Schiffe. Also jetzt nichts, wo man jetzt sagt, ja, das ist jetzt eindeutig in irgendeine der beiden Richtungen. Zwei Kills hat er, drei bräuchte er noch für die Krake. Das ist natürlich bei vier weiteren Gegnern nicht ganz so einfach. Aber natürlich auch nicht unmöglich, ohne Frage. So, und jetzt die letzte ihm zur Verfügung stehende Heilung, die er da jetzt gerade nutzt. Jetzt sieht er natürlich aufgrund des Wirbelsturms nichts. Also auch wenn er weiß anhand der Minimap, wo der Gegner ist, kann er da jetzt aber gerade nichts ausrichten. Jetzt sind auch mittlerweile ja nur noch drei Schiffe des Gegners am Leben. Das heißt, wenn er sich die Krake sichern will, da muss er jetzt jeden zerstören davon. Und aktuell weiß er sogar auch nur, wo einer davon ist. Die anderen, da brauchen wir ja gar nicht davon reden, viel zu weit weg hier drüben auf der 1er-2er-Linie. Aber jetzt dürfte er bald den nächsten sehen können. Auf jeden Fall hält er da massiv drauf, also er verfolgt den absolut. Die Fidschi
liefert sich hier gerade da das Shootout. Dürfte es jetzt gleich erledigt haben. Nur noch 300, 200, ja. Und da ist schon die Fidschi durch die Bismarck zerstört. Jetzt ist er entdeckt worden. Und da ist er. Die Bismarck. Sehr schöner Treffer, gleich den Brand angestellt und kann scheinbar gerade weder heilen noch sich da reparieren. Der Brand, der ist aktiv. Oh, und nochmal ein Brand. Und da sind natürlich auch die Sekundären der Bismarck sehr unangenehm in dem Augenblick. Klar will er jetzt auch die Torpedos gleich wieder an den Start bringen. Aber das ist natürlich auch einiges an Distanz. 7,5 Kilometer und größer werden. Aber zumindest das Thema hier Brand läuft sehr gut. Pro Tick immer so um die 500 Schaden. Vor sich muss er jetzt aufpassen, dass er da jetzt auch nicht die Insel rammt. Aber in dem Fall alles gut. Die Bismarck ist außer Sicht erstmal. Und dementsprechend hat er auch da nichts zu befürchten. Jetzt ist er wieder offen. Bismarck dreht da wieder rein. Also jetzt kommt sie auf ihn zu. Dementsprechend jetzt klar muss er... Oh, da trifft einer der Torpedos. Sehr wichtiger Treffer. Weil jetzt sind es nur noch 3300 Hitpoints. Und rechts ist auch die Bismarck. Jetzt muss er natürlich schnell die Torpedos rausbratzen. Hier die Bismarck, die wird deutlich voller von ihren Hitpoints gerade. Die Torpedos, die kommen gut. Da treffen, oh, sehr schön. Drei Torpedotreffer und die Zerstörung. Jetzt hier die nächste Bismarck, die muss weg. Nur noch 400, nur noch 200 und da macht er den Kill. Wichtig für die mögliche Krake. Holt sich da jetzt wirklich den vierten Kill, steht bei 160.000 Damage und jetzt steht nur noch zwischen ihm und der Krake Friedrich der Große. Die nimmt jetzt hier gerade B ein, aber natürlich geht die hier für den Kill. Und die hat ja auch noch viele Hitpoints, 71.000. Also das ist noch einiges an Holz, was da erstmal weg muss. Aber er hat hier gleich wieder die Torpedos am Start. Jetzt haben sie sich den C-Punkt gekrallt. Und mit drei Schiffen zu einem deutlich mehr Tickets. Und jetzt sind die Torpedos da auf dem Weg. Jetzt ist er offen. Da kommt Friedrich der Große auch schon. Und die Torpedos, die könnten in der Tendenz schon direkt ganz gut kommen. Oh, das war ein massiver Treffer. Der hat richtig, richtig wehgetan. Und jetzt schauen wir mal, was da die Torpedos ausrichten können. Da trifft schon der erste. Und der zweite, er zündet ihn auch an. Drei Torpedotreffer hat es da jetzt gegeben. Er hat noch 452 Hitpoints. Und jetzt sage ich schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe für ihn, dass er den Kill hier schaffen kann. Werdet ihr jetzt aber auch gleich sehen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.